Hallo Leute, in diesem Video geht es um einen Mann, der aufwacht und plötzlich eine fremde Katze mit ihm kuschelnd vorfindet. Wenn du mehr solcher Videos sehen willst, abonniere jetzt unseren Kanal. Und wenn du in Zukunft keine Videos mehr verpassen möchtest, aktiviere außerdem die Benachrichtigungsglocke. Los geht's! Unangekündigter Besuch ist nicht immer eine schöne Überraschung. Denn wenn das Haus nicht aufgeräumt und ordentlich ist, sind unangebrachte Kommentare nicht weit entfernt. Doch nicht jeder Besuch ist unangenehm. Manchmal ist dieser auch still und will nur mal kurz Hallo sagen. So handhabte es auch eine Katze in Neuseeland. Denn sie legt sich gerne zu schlafenden Menschen, um sich zu entspannen, oder durchstreift die Nachbarschaft, um den ein oder anderen Nachbarn einen Besuch abzustatten. Ein Lied davon singen kann ein Abgeordneter des Parlaments in Neuseeland. Er war nicht nur Politiker durch und durch, sondern auch ein aktiver Twitter-User. Normalerweise twitterte er als Politiker vor allem über diverse Themen in seinem Wahlkreis. Doch ab und zu veröffentlichte er auch das ein oder andere private Detail. Erst kürzlich teilte er beispielsweise ein Foto seines Vaters, der sich kurz zuvor eine Operation unterziehen musste. Das Bild zeigt den Mann, wie er schlafend mit einer getigerten Katze kuschelte. Doch eine Sache gab es, die das Foto so außergewöhnlich machte. Denn auch wenn der Vater es sehr zu genießen schien, mit der Samtpfote zu kuscheln, war er eigentlich überhaupt kein Katzenbesitzer. Wie jeder weiß, kann es gut für die Gesundheit und Psyche sein, mit einer Samtpfote zu kuscheln. Und es zeigt sich, dass dies auch beim Vater des Twitter-Users der Fall war. Später lernte die Familie die Tigerkatze kennen und erfuhr, dass ihr Name Ziggy war. Sie war in der Nachbarschaft beheimatet und verfügte über eine besondere Eigenschaft. Denn Ziggy liebte es, Menschen in der Nachbarschaft zu besuchen, um einfach nur Hallo zu sagen. Und anscheinend wusste das getigerte Kätzchen genau, welcher Nachbar es am nötigsten hatte. Denn den Mann, den sie sich an diesem Tag aussuchte, war gerade erst aus dem Krankenhaus gekommen und erholte sich von einer komplizierten Operation. Kein Wunder, dass man sagt, dass Katzen 7 Sinne besitzen. Sie wissen ganz genau, wann wir eine Kuscheleinheit nötig haben. Oder was denkst du darüber? Hast du ein Haustier, das weiß, wann es dich aufmuntern soll? Schreibt's mir jetzt in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat und du uns unterstützen möchtest, dann gib dem Video einen Daumen hoch, teile es mit deinen Freunden und abonniere unseren Kanal. Dann sehen wir uns mit neuen Geschichten beim nächsten Mal.